So, der. Appenbrock. Ziegel brennen reicht 1000, gell? Was wie was? Temperatur, oder? Ja. So. Weil ich mach's halt immer ein bisschen höher, wie der Staubwolke. Ja, dann kann man weglaufen. Schreinerkleidung. Darf ich noch kurz für die Schreinerkleidung aus? Ja, klar. Wie gesagt, das was in den Kisten und den, da draußen ist, das einfach viel gut. Mönchskleidung gibt's auch noch, dann hast du so eine Mönchskutte an. Amos. Das wollte ich ja mal machen, nur Mönch spielen. Aber ein harter Job, oder? Ja, ein bisschen langweilig. Mönch oder was? Ja, nur Mönch. Ach, die Schande, nee, nee, lass mal. Mönch und Alchemie, aber ich hasse Alchemie. Heißt Flugsammeln. Kann man eigentlich auch vom Pferd ausschießen mit dem Pfeil? Nein. Auch nur mit einer Einhandwaffe kämpfen. Ah, so. Jetzt gehst du bis hier vorne hin und ziehst mal die Angel, die ich dir gegeben habe, aus. Rüstest die aus. Und dann angelst du dir hier einen heißen, quasi bis du Stärke und Beweglichkeit oben hast. Weil das gilt beides. Okay. Stärke optimalerweise auf 60 und Beweglichkeit optimalerweise auf 40. Was? 140 Ziegel fallen lassen? Oh je. Lieber mehr Stärke wie Beweglichkeit. Also heißt, wenn du 40 bei Beweglichkeit erreicht hast, dann block das mit einem Schloss und mach lieber mehr Stärke. Also wenn ich Beweglichkeit 30 habe... 40. Ach, 40, okay. Also 60, 40 ist optimal, aber lieber mehr Stärke wie optimal ist. Alles klar. Also, jetzt haben wir. Ja, auf den Boden klicken, jagen, fischen und dann mehrfach. Dann kannst du eigentlich AFK gehen währenddessen. Das macht er ja die ganze Zeit aus, automatisch. Okay. Hau ich direkt nochmal Kräuterkunde rein, oder? Mhm. Ja, bitte. Nee, nicht hauen. Auf den Boden, hier auf den Boden gucken, nach unten. Da einmal rechtsklick drauf und dann steht da jagen, fischen. Achso, also nicht in die Waffe gehen, ah. Genau, einfach rechtsklick, jagen, fischen, wie eine Werkzeug ausrüsten sozusagen. Ist das okay. Und dann machst du mehrfach Aktionen. Dann macht er das immer wieder nacheinander. Ah. Und wichtig ist jetzt hier bei der Aktion, damit es schnell funktioniert, dass du wirklich immer ab 94 Essen wieder was isst. Okay, Alles klar. Gut. Wenn du soweit fertig bist, hole ich dich nachher wieder ab. Okay, danke. Oben irgendwie könnten wir auch noch eine Laterne stellen, irgendwie. So in die Buchen rein hier. Im Ernst? Immer so dunkel, man sieht den Weg nicht. Ich hab keine Ahnung, so, wo du meinst. Hier, irgendwie. Was oder? Ja, ich bin nicht da. Eine Kochkleidung ist das, oder? Die edle Kleidung. Oder soll ich lieber die Schreinerkleidung nehmen? Schreinerkleidung gibt halt Bonus beim Schreinern, ne? Also wenn du Möbel herstellst oder ja, eigentlich bei Möbel herstellen. Ja. Gibt auch Alchemistenkleidung. Ja, die gibt's auch für Alchemisten, dann kriegst du beim Cocktailbrauen zu. Dann ist die Schreinerkleidung, die da zur Verfügung. Das, was ich eben anhatte, da. Hab halt geguckt. Eigentlich im Prinzip wurscht, was man anhat. Oh, wo bin ich denn jetzt hingelaufen? Weiß naja, es kommt darauf an, was du für Tätigkeiten machst. Wenn du ne, zum Beispiel 100er Cocktails brauchst, ist es schon von Wert, dass du eine Alchemiekleidung hast. Also im Prinzip brauchst du dann alle Kleidungen und kannst dich immer umziehen. Genau. Also am besten dann an deinem Arbeitsplatz, also an der Schmiede, da tue ich meine Schmiedekleidung immer hinterlegen. Und dann, wenn wir eine Schreinerei haben, dann legt man die Schreinerkleidung in die Schreinerei. Dann hast du das immer am Arbeitsplatz. Soll ich das dann später mit dem Kochen auch machen? Kannst du auch. Kannst machen, was du willst. Mir ist es das wurscht. Das machen, Kochen. Mir ist es. Beide machen. Kannst du beide machen. Also ich habe gedacht, dass ich vielleicht irgendwann noch auf Viehzucht gehe. Viehzucht? Ja, damit ich mein eigenes Schwein haben kann. Okay, dann mache ich das mit dem Kochen oder so. Schreiner? Kochen? Das mit Kräuterkräuter. Wenn das okay ist.
Lass ich die anderen beiden Sachen erst noch mal hier. Achso, das andere muss ich auch noch reinpacken, siehst du. Ja, lass es halt einfach da. Wie gesagt, hier aus den Kisten. Schaut das denn jetzt eigentlich aus, was ich anhab? Hier vorne ist der Beutel, was ich vorhin meinte. C drücken. Das und dann V. Bei den Kensei da nicht unbedingt sagen. Einfach den Beutel, den Lederbeutel da drinnen lassen und das, was da drin ist. Dani, C drücken, dann hast du Außenansicht und dann V gedrückt halten, dann kannst du dich von allen Seiten betrachten. Die sollen wir jetzt gerade noch nicht aufnehmen, weil wir noch keine Kisten haben zum Reinpacken. Ja, dann lasst einfach an der Beutel, wenn ihr was gesagt für die Felder da, braucht ihr ja 300 oder so Dünger und nehmt. Gut. Stören wir da jetzt momentan noch nicht hier, oder? Lass den einfach dort liegen und da hau ich schon mal. Das da? Hey! Du beleidigst mich? Jo, lass mich. Haben mich schon wieder. Kann gar nicht laufen. Warum kannst du nicht laufen? Weil die mich geärgert haben, ja. Die ärgern mich irgendwie. Nein! Die macht deinen Boden kaputt. Komm, wir hauen den beide. Auf ihn mitgebrüllt! Das Feigling muss unter einen anklicken? Oder? Du musst einen anvisieren und dann das drücken. Aber auch relativ nah sein, oder? Ja. Deswegen bin ich ja hinterher gerannt und hab das gemacht. Also den habe ich halt nicht auf die Taste gelegt. Lass mich nicht, niemals! Autsch! Dann lauf weg. Ach, ah, dann geh weg von mir, weg. Nicht Feigling. Alles klar, zum Umständen. Dann müsste das System. Niemals. Ja. 21 von 40 Brettern. Oh je. Och, ich hab viele Bretter. Ich hab hier gleich ein Holz mehr. Oh. So, ich muss ja wieder die Säge ausrüsten. Was ist mit den Bäumen? Die sind jetzt. Was ist womit? Bäume sind jetzt Mittel sind die, ja. Dauert noch ein bisschen. So, jetzt kann ich mich. Heute aber nicht so lange, ne? Wegen morgen. Morgen fahren wir frühzeitig raus. Ja. Naja, mir macht das ja nichts aus. Manta ist immer noch mehr in der Eingangshalle. Taschen sind voller Fisch hier. Ich stink schon hier richtig rum hier. Welche Quali hat er so? 80 und sowas ist dabei. Kannst du das gebrauchen sollen? Ich mach das Fischzeug nicht. Das ist alles so Zufallzeug. Der 80 würde schon gehen. Da könnte man vielleicht. Ich habe jetzt einfach
geht, ne? Shepard's Pie oder sowas, das kann ich alles. Dann sicher, dass ich 100 am 70er Lachs? Ja, sagen wir mal so, alles was im 90er Bereich ist, kannst du mitbringen und den Rest kannst du wegschmeißen. Okay, Kabel ja auf 95? Oder für euch wegschmeißen kann man ja selber zum Kochen nehmen. Also ja, oder für sich selber zum Kochen irgendwann. Ne? Forelle 86, Kabeljau 95 zum Beispiel. Kannst du Stockfisch machen? Fische macht richtig Kochen, ne? Da gibt's schon richtig viele geile Rezepte. Shish-Kebab ist geil. Ja, ich finde das halt blöd, weil da hast du Pilze wieder drin. Ah, für also Pilze brauchst du wieder eigentlich einen guten 100er Boden Walderde, der unberührt ist. Ja, und dann kannst du aber auch nicht permanent sammeln, also. Ja, das ist echt immer nervig mit den Pilzen. Aber der Boden regeneriert sich mittlerweile wieder wenigstens. Ja, klar, aber da rennst du jede Stunde mal dort hin und Pilz zu holen. Sollten sie auch einführen, dass irgendwas machen, dass man die züchten kann. Irgendeinen alten Baumstumpf, den man irgendwo hinstellt. Und dann, keine Ahnung, aus den Pilzen irgendwas zum Impfen macht. Aber was ich wichtiger finden würde, dass man irgendwie Gras anpflanzen kann. Ja, wäre auch gut. Ja, nicht immer nur hier scheiß Flachs, sondern auch mal ein bisschen Hanf. Ja, ist klar. Das ist das Gras, also Gras, Ole, ist klar. 7 Bretter brauche ich für den einen noch, dann habe ich einen fertig. Ich wäre für Opium. Also ein bisschen hier Klatschmohn anbauen. Kommt, Leute. Ja, nicht Klatschmohn, wenn dann den richtigen. Den Schlafmohn. Anna. Pass auf, dann geht das so ab. Alle treffen sich oben in der Tafelrunde, Füße auf dem Tisch, Dreadlocks auf, ne? Und dann bleiben wir länger da oben, wie nur 5 Minuten. Richtig, und dann so, ja, also, was machen wir denn heute mal? Die Wende kommt näher. Und oben so eine fette Rauchwolke kommt da raus, ne? Alle denken, das ist voll. Auf einmal sind alle voll gekippt und dann geht's los. Ja. Richtig. Ja, dann machen wir so ein Dosentelefon rüber zum Morbach. Rein. Aber ich halte mich raus. Ich mach nicht mit. Du bist der Horrorclown. Ich mach eher einen auf. Ba 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 na, ba 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 ba. Alle immer mit diesen doofen Horrorclowns. Ja, weil die da so aktiv sind. Mal ganz ehrlich, wenn mir einer vor mir steht, dann sag ich auch genau und aufs Maul. Was? Ich mach das tagtäglich hier bei uns im Ort. Ich bin der Haushaltshorrorclown hier. Also sagen wir mal so, ich hab zu meiner Frau schon gesagt, falls mal einer kommen sollte, Scary Movie Maske auf, rumdrehen und sagen, was geht ab? Vielleicht erschrickt er sich und rennt von Angst weg. Ich renne zwischen die Glocken und dann rennt er von alleine weg. Der muss richtig Glück haben, dass ich nicht meinen Beil dann griffbereit habe, weil dem hau ich sonst das Beil direkt in den Kopf. Da haben wir da schon welche mit Pfefferspray gewehrt. Ich schlag den tot. Mir egal. Ich habe letzte auf Facebook gelesen, warum gut geschlagen. Gut, ja. Was hast du gelesen? Ja, irgendwie war das so ein stand halt quasi einer vom Richter hier, warum er den Clown fast gut geschlagen hat. Das kommt ja aus Amerika. In Florida haben die zum Beispiel richtige, wie soll ich sagen, so Vereinigungen, die dann wirklich Clowns jagen gehen. Also da gehen dann so 6-7 Mann nach so einem Clown jagen. Dann ist dann da, warum er den heute so oft gehauen hat und warum. Der hat immer weiter gelacht. Ich hab den gehauen, der hat immer noch gegrinst. Das geht nicht. Komm drauf. Hat der halt geantwortet, die Nase hat so schön gehupt.
Ja, okay, aber so einen dummen Scheiß sollte ich eigentlich da nicht antworten beim Richter. Da sollte ich dann eher sowas sagen wie, ich habe, keine Ahnung, ich habe ein Trauma, seitdem ich Ding gesehen habe, Es oder so. Ich habe eine Clownphobie. Ja, ich kann Clowns nicht leiden und ich habe gedacht, es wär der Pennywise aus Es. Und ich bin auf eine Bananenschale ausgerutscht. Ja, wenn du sowas sagst, weißt du, dann bist du direkt eingewiesen. Nö, da wirst du nicht eingewiesen. Ja gut, man könnte ja nicht auch sagen, ich habe einen Bug gehabt, ne? Okay, muss ich vielleicht Gutachten machen lassen oder so. Weißt du noch, du bist spielsüchtig oder so? Wieso? Es gibt ja auch im echten Leben Bugs, ne? So bin ich halt hängen geblieben irgendwie. Ich hab Käfer gehabt. Also ich habe jetzt Stärke 56 schon mal. Helfen, er hat da geleckt. Richtig. Ich würde ihn doch bloß von der Wand wegschlagen. Ich habe ein Problem. Du hast den Zinnar da hinten dran gestellt. Kann ihn nicht fertig bauen. Geh mal selber ein Stück. Du warst selber zu nah dran. Ja, du warst selber zu nah dran. Das Ding ist, guck mal, das Ding geht bis hier rüber und geht bis hierher, wo du jetzt stehst. Also... Stell dich am besten hier hin. Dann war schon vorhin die ganze Zeit da vorne. Da könnte sein, dass du immer noch zu nah bist. Ja. Nee, jetzt nicht mehr. Guck, geht doch. Und wenn du den anderen baust, stellst dich am besten hier hin. Weil guck mal, das geht sogar noch von hier hinten. Also das ist maximale Entfernung, dass man noch drauf zugreifen kann. Halt mal die rechte Taste gedrückt und lauf, guck auf das Ding und lauf rückwärts. Oh, Jungs, auf! Versägen! Dann siehst du, wie weit du weg kannst. Ja, das wirst du ja zu lange, bis der M einbricht. Ich hab keine Zeit zum Brettersägen. Doch. Nee, ich muss jetzt zigtausend andere Sachen machen. Ich muss gucken, dass der Tisch einbricht. Hart oder Weichholz? Fressen die Hühner Stroh? Ja, auch. Echt? Aber hält länger halt, ne? Das geht nicht so schnell weg wie alles andere. Stroh ist halt das, was am längsten hält. Okay. Ja. Dann muss ich mir wieder die Finger putzen. Da braucht mehr Platz weg. Und zum mehr Platz Mist weg. Draus machen brauchen wir die Mistgabel. Also Fisch ab 80 ist gut, ja, ne? Ja, aber behalt den mal, wie gesagt, für dich selber zum Kochen. Muss der Koch noch. Wie ist denn das mittlerweile mit dem Tauchen? Geht das wieder oder ist das immer noch so scheiße? Also du kannst nur so lange mit dem Kopf unter Wasser bleiben, wie deine Stamina voll ist. Und deine Stamina geht quasi ganz schnell runter, wenn du mit dem Kopf unter Wasser bist. Ach, das ist und danach bist du tot. Ja, das ist ja so scheiße. Das war früher so toll. Früher warst du ein Motorboot, wo du im Wasser warst. Schneller wie schneller geschwommen, wie du gelaufen bist. Und konntest du bis runter ins Meer tauchen. Hm? Bist nicht gestorben. Das war so super toll. Da haben wir so tolle Aktionen manchmal gemacht. Haben wir auch mal ein Dorf angegriffen. Gerade ziemlich neu auf dem Server gewesen und dann gerade so Mistgabel jeder in der Hand gehabt. Bisschen Kettenhemd. Und dann haben wir zu fünft oder sechs haben wir dann ein Dorf angegriffen. Unten hinten am See und sind dann durch den See geschwommen und haben uns immerhin wieder in den See zurückgezogen. Das war richtig gut. Dann mit Mistgabel. Pieks, pieks. Ich Entschuldigung. Hol ich das wieder aus. Ja, aber so ist so eine Mistgabel eigentlich absolut crap. Wenn es für nichts gebraucht. Ja, morgen holen. Wenn dann wenigstens so wäre, wie du gesagt hast, dass wir morgen zwei, drei, vier Flaschen. Dann wäre das wenigstens Sinn, aber. Jetzt. Du kannst ja entmisten. Hol noch drei, vier, drei Flaschen morgen. Ach, echt? Naja, klar, brauchst du nicht die Gabel. Okay, warum habe ich sie dann geholt und gemacht? Weiß ich nicht. mal den Scheiß hier sortieren. Ich habe 60 erreicht, ich kann jetzt in Rente gehen. Sehr gut, aber mach deine letzten Punkte alle weg. Also ich würde alles, was jetzt auf den anderen noch liegt, wegmachen. Okay, Beweglichkeit habe ich bei 40.
40,27. In Wirklichkeit jetzt stoppen, also ein Schloss davor machen. Habe ich gemacht. 40,27 habe ich. Genau, dann machst du den ganzen Rest, der jetzt noch irgendwo rumlümmelt, auf Stärke. Das ist gut. Kann man über 100 gehen? Nee, ne? Würdest du jetzt von deinem Skill her nicht mehr schaffen, weil du schon 40 Punkte quasi auf Wirklichkeit gepackt hast. Achso, das geht ja nicht weiter runter als wie 10 und sowas, ne? Genau. Ah. 10 ist Minimum. Wo wir das gespielt haben, ne? Was ist denn Beweglichkeit? Beweglichkeit ist zum Beispiel, damit du dich schneller bewegst, schneller zuschlagen kannst und zielpräziser mit dem Bogen wirst. Ah, okay. Stärke ist dafür, dass du stärkere Hiebe mit deiner Waffe machst, also mehr Schaden, und dass deine Rüstung leichter wird, wodurch du dich dann auch schneller bewegen kannst wieder. Okay. Ich hab das heute schon fast weg, was du hast. Alter, meine Hosen sind so voll mit Fisch, das ist ja übel. Hier stinkt das schon richtig. Dann war er aber nicht frisch. Oh, 96, wer 98. Wer weiß, wer beim Schwimmen wieder ins Wasser gefurzt hat. Weil ihr habt wieder ein totales Echo. Okay. Ja, Simon. Die sitzen zu dicht aufeinander. Nebeneinander, bitte schön, ja. Nicht aufeinander. Ich hab gerade so ein Bild im Kopf gehabt. Ja. So, was machen wir jetzt? Ein Fass bauen, würde ich sagen, wo dann der ganze Fischbrech reinkommt, den ihr geliefert bekommt. Nee. Okay. Das heißt also, wir machen gleich ein Fass auf. Mach mal Fass. kann jetzt nicht nochmal so Judgment Hour sein. Aber beim nächsten Mal bin ich dann dabei. Wenn wir mal auslassen, hört man Judgment. Ich mach mal meinen aus. Ich mach meinen aus. Man muss dich besser hören. Das ist eine Frau, du brauchst Autorität. Ja, siehst du, man hat dich jetzt auch gehört bei mir, glaube ich. Weil ich halt energischer war. Hotzt sie mir dann ins Gesicht. Ja, eine vernünftige Küche könntet ihr vielleicht nochmal gebrauchen. Ja. Ja, Freunde, ist es gerade nicht so spannend? Wir sammeln reichlich Fisch. Kann ich den Fisch? Überlasse ich den zwei, aber ich würde sagen, ja. Was, wie bitte, wo? Muss mal gucken. Was reißt du ab? Weil zwei kleine Ställe brauchen wir ja auch noch, eigentlich. Das hier müssen wir alles abreißen, warum das denn? Ja, weil die Schmiede dann nach da hinten kommt, habe ich doch schon tausendmal gesagt. Okay, dann kommt hier nachher die Küche hin. Aber hier... Wo willst du dann später die ganze Gerberwanne hinstellen? Ins Lagerhaus. Ach nee, da kommt ja deine Küche. In die Ställe. In den Stall direkt. Ich mach mal kurz einen Tee, ich bin sofort wieder da. Da ist doch voll viel Platz, ihr habt ja bestimmt irgendwo kleine Stelle, komm mal mit. Musst du weiter sein, deswegen für den Nee, Sprung. Musst du nicht. Doch, ich kann jetzt... Das wenn dann in der Burg oben bei euch. Nee, am Brunnen. Am Brunnen, ja, meinst Brunnen. Du das, ne? So, die Scheune. Weil da kann man richtig einfach auch Gerümpel reinstellen. In die Gebäude. Das sind ja keine Tiere direkt. Ja, in Lagerhaus geht das auch. Guck. Ja, ne, ja, Lagerhaus kommen keine Gerberwannen rein. Nix gibt's. Will ich ein bisschen schieben? Nee. Darf das? Guck hier, das ist so ein kleiner Stall. Davon brauchen wir zwei Stück. Siehst du ja, hier ist voll viel Platz drin. Ja, so viel kann ich auch nicht. Da passen gerade mal drei Gerberwannen rein und dann ist das Ende. Du kannst die ja doch aufeinander stapeln. Oh, ich habe ja nicht aus. Nein, das sieht nicht scheiße aus. Gleich haben die ganzen Fischbeine aus. Ich stapel die immer bis unter das Dach. Ja, effektiv ist es schon. Laura hier. Vitali geht auch noch bis 10 oder bis 15, glaube ich. Und dann sollte man das eigentlich alles da nicht haben, siehst, ne? Ich bin für dich auf den Bobbes gefallen. Hab ich nicht gesehen. Oh, Manu. Wie gesagt, wir leveln uns und hauen uns die Taschen voll Fisch. Mal genügend ist, naja. Sonst kann ich nicht arbeiten.
ganze Team und alle Chance. Ich habe natürlich am Anfang Scheiße gebaut, wo ich langsam gestartet habe. Und das war sehr übel. Aber, ja, okay. Andererseits besser. Muss ich das jetzt nicht auch noch hier im Spiel haben, ne? Doch, das brauche ich wegen den Pflanzen. Ja, einmal Regen, ne? Mhm. Eine kurze Frage. Regen, Tanz. Vitali Klitschko, wie weit kann ich hier runterjagen? Bis auf 15 oder bis auf 10? Vitali Klitschko. Also Vitalität. Vitalität kannst du, glaube ich, bis auf 10 runterklatschen, oder? Auch bis auf 10? Okay. Oder wie weit habe ich die unten? Ich weiß es gar nicht. Das ist möglich, aber ich glaube, sinnvoll ist, wenn du Kämpfer machst. Welche Bretter müssen da rein? Egal welche? Oder? Egal welche, ja. 15 Stück habe ich schon. Was baut ihr gerade? Baldachin. Bretter, aber das... Essen ist ganz wichtig. Essen und auch Essen, sonst falle ich gleich um. Also hast du überhaupt noch Essen dabei? Wo bleibt die dumme Katze? Musst du mal rausgehen und rufen? Musst du machen? Miet. Weiß schon, dass sie ihre Spritze kriegt, deswegen kommt sie nicht, wa? Armes Mauzele. Ich bin selber schuld. Weil die alles frisst, die ist wie ein Hund. Die frisst wirklich alles. Chips, Erdnüsse. Dann müssen Frauchen und Herrchen, der das mal beibringt, dass man das nicht essen darf. Dann muss man, wenn die an einen rankommt, vom Tisch oder vom Schubs. Also das ist dann so nichts. Maulkorb, einfach nur Maulkorb. Die holt sich das ja einfach. Level hochgehen. Maulkorb. Ja, wir haben von Anfang an ja alles durchgehen lassen. Das ist natürlich auch nicht, ne? Es ist am Anfang ein bisschen schwer zu rüsteln, weil man so einfach nicht reinkommt. Wie, was, wo? Meiner mag keinen Fisch. Oder beide mögen keinen Fisch. Das ist voll sensationell. Normalerweise denkt man doch, Katzen mögen Fisch. Nein? Ja. Ich hab den Sushi, frischen Lachs vom Sushi vorgehalten. Da haben die hingeguckt, Kopf weggedreht und sind dann wegstolziert. Ja, genau. Ich hab hier, was haben wir gehabt? Lachs. Genau. Ich esse ja so gerne Lachs mit Honig-Senfsoße. Und da haben wir mal richtig frischen Lachs mal gehabt. Hier vom Fischer. Also richtig schön geräuchert und so. Er guckt, riecht dran. Guck ich mit schrägen Augen an. Und dreht mir auf einmal den Arsch zu. Das genau, das kann ich den Arsch schieben, weißt du? Freunde, wir machen das jetzt. So sah das echt aus, ey. Machen das. Kannst du selber fressen, entscheiden. Oder so. Habe ich schon. Und dann witzig auf eine Art und Weise. Oh ja. Kaum redet man von den beiden, sitzen sie schon wieder neben. Möchtet ihr auch zwei Spritzen haben? Ja? Oh, kriegt ihr, könnt ihr haben. Was unser gerne macht, ist hier Dings, wenn ich am Joghurt oder Pudding essen bin, dann guckt er immer so Treudo. Oder wenn du irgendwie Quark aufmachst oder sowas, dann wirklich so Treudo verblickst und nach dem Motto, was hast du da? Das eine Mal habe ich Quark hingehalten, dann hat er mir von den Finger dann weggesteckt. Und das andere Mal habe ich, was war das? Eine Rettichcreme. Ja, richtig, guck. Und wo er? Haut sind zwei Bananen. Okay. Er riecht und haut sofort ab. Was ist das? Weiß nicht. Aber was wir auch zum Beispiel auch mal probiert haben, ist das mit den Gurken, mit den Zucchini auf den Boden legen. Und zu gucken, ob sich das Ganze wirklich erschreckt. Es funktioniert bei uns nicht. Komischerweise. Warum soll sich eine Katze das dabei erschrecken? Musst du mal bei YouTube gucken. Es gibt mal eine Katze an. Also pflanzenmäßig auf jeden Fall. Grünpflanzen alle angeknabbert. Ja, hier liegen ja auch noch. Hier liegen ja überall die scheiß Dachziegel um.
Was macht der Fischmensch? Was macht er? Er ist eingeschlafen. Nein. Die Envy, die gibt ja Pfötchen und so. Hey, fertig. Ich habe jetzt eine Vitalität, habe ich. Ich rede über meine Frau, das geht ja. Also, ich habe jetzt eine Vitalität auf. Was habe ich denn? 23,77? Vitalität, ja, die brauchst du eigentlich nicht. Also, die ist mehr oder weniger nur für einen Tank, wenn du Tank bist. Okay, und ansonsten Stärke ist 65,95. Das ist beim anderen auch. Ja, dann lass das so, würde ich sagen. Dann hast du deine Stärke schon mal und im Notfall einen Puffer auf dem Leben halt. Okay. Ich hab nur einen Baldachin. Jo, ich weiß. Gut, dann beende ich mein Angeln. Ich hab doch nichts gesagt. Aber das macht so Spaß, das Angeln. Ich finde das voll scheiße. Ich bin voll mit Fisch, Alter. Ich stinke hier wie sonst was rum hier. Ja, und wenn ihr mal angeln wollt, wirklich für guten Fisch, dann geht hier hin zu dem Steg, weil da ist 100er Sand drunter. Und da kriegt ihr auch immer guten Fisch raus dann. Das rieche ich. Die Qualität des Fisches richtet sich nach der Erde, die darunter ist. Wo ist der Steg? Hier, wo ich stehe. Bei Solin aus dem Tor raus und gerade zum Strand rüber. So, dann.